Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie Herwig Blankertz im Rahmen der kritisch-emanzipatorischen Erziehungswissenschaft die gesellschaftliche Institution der Schule begreift und wie er durch den Aufbau von Kollegsschulen auch für eine bildungspolitische Reform sorgte. Sie erhalten dabei einen Überblick zu den verschiedenen Aufgaben, die Blankertz einer solchen Kollegsschule zuordnet. Sie werden dabei auch in die Grundbegriffe seiner gesellschaftskritischen Institutionentheorie eingeführt. Zuerst muss betont werden, dass Blankertz im Blick auf die Institution Schule eine nachhaltige reformpolitische Veränderung bewirkt hat. Unter seinem Einfluss wurden mit erheblichem Aufwand Kollegsschulen eingerichtet. Für diese verlängerte Form des Gesamtschulkonzepts entwickelte Blankertz auch eine eigene Didaktik. Zur Umsetzung seiner Reformideen wurden in ganz Nordrhein-Westfalen Arbeitsgruppen zusammengestellt, die die neuen Schulkonzepte verwirklichten. Dabei wurde mit der Einrichtung von Kollegsschulen vor allem zwei Momente realisiert. Zum ersten wurde es Arbeitern und Handwerkern ermöglicht bzw. wesentlich erleichtert, auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachzuholen. Zum zweiten wurde so auch die Durchlässigkeit des Bildungssystems nachhaltig verbessert, da es für Blankertz ausgemacht ist, dass die Benachteiligung im Bildungssystem keineswegs durch Begabungsunterschiede erklärt werden kann. Und dabei legte Blankertz den Akzent gerade nicht auf die Perspektive wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, sondern folgte theoretisch und praktisch der Frage, wie denn Gerechtigkeit und Emanzipation konkret erreicht werden können. Denn was ist relevanter, Ökonomie oder Menschwerdung, Gerechtigkeit oder Leistungsprinzip, Verwertungsinteresse oder Aufklärung? Bei der Beantwortung dieser Fragen ist nach Blankertz jedenfalls die enge Verbindung von Chancen, Egalisierung und Demokratie relevant. Nach Blankertz wurde darüber hinaus auch fächerübergreifender Unterricht als grundlegendes Unterrichtsprinzip eingeführt. Dieser wurde durch ein modularisiertes Kurssystem erreicht. Damit sollte vor allem der Fachidiotie und dem Kanondenken entgegengewirkt werden, indem der schulische und der berufliche Lernbereich auf seine politischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Voraussetzungen hin kritisiert werden sollte. Das führte in der Folge auch zur Selbstkritik, die Blankertz im Blick auf den emanzipatorischen Gedanken als überaus wichtig erachtet. Es ging Blankertz also vor allem darum, den berufsbezogenen Unterricht zu reformieren. Die bloße Benennung und Klassifizierung von Werkregeln war aus der Sicht von Blankertz eine unzulässige Verkürzung. Es ging darüber hinaus darum, die praktischen Kontexte des Wissens zu erfassen und zu vermitteln. Durch das Modulsystem sollte dann auch die starre Orientierung der Berufsschule an den vorhandenen Berufen aufgelockert werden. Das Modulsystem sorgte für eine Begegnung von Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Berufen. Dadurch sollte die Endgültigkeit der Berufswahlentscheidung dynamisiert werden. Das führte auch zu einer faktischen Annäherung von allgemeiner und spezieller Bildung, die tendenziell die Auflösung des dreigliedrigen Schulsystems legitimiert. Den theoretischen Hintergrund dieser Schulreform bildet bei Blankertz die Verbindung von Kategorial- und Realanalyse. Die auf dem Emanzipationsgedanken bezogene Kategorialanalyse wird ideologiekritisch mit dem Blick auf die realen gesellschaftlichen Verhältnisse verbunden. Dadurch soll auch eine politische Kritik von Wissenschaft und Technologie im Blick auf ihre Funktion als gesellschaftliche Herrschaft möglich werden. Deshalb ist für Blankertz auch die Entbindung von kritischer Vernunft ein zentrales Bildungsziel. Grundlegend für Herwig Blankerts Theorie der Institution Schule ist die Notwendigkeit einer reformierten Kollegsschule, die zuerst in Nordrhein-Westfalen realisiert wurde. Dabei beruhte das Konzept auf der Gesamtschule und sollte die soziale Durchlässigkeit für ärmere soziale Schichten garantieren. Das Konzept inkludierte fächerübergreifenden Unterricht und verwirklichte das didaktische Modell des Modularsystems. Darüber hinaus hob Blankertz im Sinne einer kritisch-emanzipatorischen Didaktik mehrere Ziele der Institution Schule hervor. Vor allem Gerechtigkeit und Emanzipation sollten dabei durch Chancenegalisierung und Demokratie erreicht werden. Die Schule hat so auch die Aufgabe, Selbstkritik zu üben und dabei kritische Vernunft zu entbinden. Herwig Blankertz hat vor allem durch sein großes Reformprojekt im Rahmen der Gründung der Kollegsschulen in Nordrhein-Westfalen direkt auf die Institution Schule eingewirkt. Dabei ging es unter anderem darum, für Arbeiter und Handwerker die Möglichkeit zu schaffen, das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachzuholen. Dabei stand ihm ein Gesamtschulkonzept vor Augen, das durch fächerübergreifenden Unterricht und durch ein interdisziplinäres Modularsystem für soziale Durchlässigkeit sorgen sollte. Auch sollten sich so Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Berufen begegnen.
Als Vertreter der kritisch-emanzipatorischen Erziehungswissenschaft betonte Blankertz nicht nur die Notwendigkeit einer selbstreflexiven Schule, die Schule sollte auch und vor allem die praktischen Kontexte des Wissens erfassen und vermitteln. Dabei sollte auch im Sinne der Ideologiekritik eine politische Kritik an Wissenschaft und Technologie geübt werden, die sie als gesellschaftliche Herrschaftsform begreift. Insgesamt sollte so bei den Lernenden kritische Vernunft entbunden werden.